Halli, Hallöchen, und da sind wir wieder. Und ich hoffe mal, dass wir heute ein bisschen besser abschneiden als gestern. Hören wir mal die Saisonziele an. Hallo, ich möchte dir nur die Erwartungen des Teams fürs Rennen mitteilen. Viel Glück! Schließ 19. oder besser ab. Im Prinzip das gleiche wie jedes Mal irgendwie. Von meinem Rivalen und Teamkollegen ankommen. Und nach dem vermurksten Qualifying gestern. Ey, das ist... Ich schaff's in Monaco nicht, eine anständige Runde fliegen zu lassen. Schauen wir uns die Ergebnisse des gestrigen Qualifying. So, ich überspringe das jetzt einfach mal, Leute. So, Rennstrategie. Wir nehmen wieder ein bisschen mehr Sprit mit. Das dürfte reichen. Und wir gehen direkt ins Rennen. Das ist eher Einführungsrunde. Vergesst es immer, dass wir hier Einführungsrunde haben. Versuche einmal in jeden Gang zu schalten. Wir müssen vor dem Start sicher gehen, dass die Kupplung funktioniert. Wir sollten die Reifen und Bremsen auf Betriebstemperatur bringen. Aber der Motor darf nicht zu heiß werden, also pass auf, dass die Drehzahl nicht zu hoch wird. Ja, das ist unsere Einführungsrunde. Wir haben wieder Palmer vor uns. So, das muss ich eine Prognose abgeben. Optimistisch 16. Und realistisch gedacht letzter. Weil ich sehe schon kommen, dass wir dass ich die Karre wieder irgendwo in die Bande reinschmeiße. Und deswegen. Warum wird der jetzt auf einmal so langsam vor? Palmer ist gerade ausgefahren. Palmer steht. Leute, ich kann hier nichts machen. Ach, jetzt hat er uns resettet. Interessant, interessant. Und los geht das Rennen. Großer Preis von Monaco ist gestartet. Einen haben wir schon. Hallo? Wisst ihr was? Wir gucken uns nicht an, wir spulen direkt mal zurück. So, jetzt haben wir die Ideallinie. Da wollte ich hin. Aber unser Teamkollege hat ja ganz schön Plätze verloren. Der ist ja optisch gesehen gar nicht, aber der ist anscheinend ja gar nicht weggekommen. Weil, wenn man sich jetzt überlegt, der ist gestartet von Platz 9. Das ist ja dann schon eine Ansage, von 9 auf 15 zurückzukommen.
geht ja gut los. Erstmal angetippt habe ich ihn schon. Eigentlich muss ich jetzt scheiß auf vorne, muss ich ehrlich sagen. Ich versuche jetzt hier nicht Kamelle, sondern versuche jetzt hier auf Ankommen zu fahren. Aber das bringt uns jetzt nichts, dass wir hier alles wegschmeißen. Da sind wir auch mit den Teampunkten weiter unten. Sprich, dass wir dann abrutschen wieder zum Berechtigung für den zweiten Fahrer. So, Jensen Button ist zu schnell zur Runde gefahren. Okay, wir sind jetzt in Runde 3. Das DRS wurde aktiviert. Du liegst auf P15. P15, das vor dir ist Pascal. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,3 Sekunden. Sie fahren mit 9 ultraweichen Reifen. Sehr viele Informationen. Ich habe gedacht, der hört schon nie auf zu reden, weil ich wollte mal auch mal mit dem Funk jetzt mal ausprobieren. Die Fahrer des Rennens sind Grosjean und Eriksen. Grosjean und Eriksen. Oh. Wir versuchen jetzt einmal unserem Teamkollegen wieder ranzukommen. Ohne die Karre hier zu himmeln, zu schrotten oder sonstig irgendwas. Ideal wäre es, wenn wir jetzt noch ein Safety Car bekommen würden. Das wäre jetzt richtig genial. Da würde ich strategisch die Strategie von den Reifen komplett um einen Haufen schmeißen. Und meine eigene Strategie fahren. Und vor allem, wir hätten wieder einen neuen Fritz Front Spoiler. Aber das will man machen. Aber Monaco ist ja eh so eine schöne Traditionsrennstrecke. Und wenn man sich überlegt, wie oft die jetzt hier schon umgebaut worden ist und verändert worden ist für eben die Formel 1 und diverse Rahmenrennen. Weil früher war das, gab es mit der, war das ja so, dass unten die Hafenschikane, die ja jetzt richtig eng ist, sind sie fast mit Vollgas durchgefahren. Da gab es die erste Hafenschikane, die war fast über Vollgas. Die zweite Schikane, die gab es gar nicht. Oh, das bin ich schon zu weit rausgekommen. Naja, das wäre vollkommen ganz in die Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Oh, ein Safety Car.
Mist. Das Wetter sollte erst einmal trocken bleiben. Wenn sich die Vorhersage ändert, sagen wir dir Bescheid. Deine Rundenzeiten fallen zurück. Komm zur Reparatur an die Box. Box, Box. Ich muss auf Box, weil... Dein linker Hinterreifen hat einen Platten. Genau. Weil mir hinter der letzte Kollege, Herr Hülkenberg, hat mir nämlich von den Hinterreifen platt gefahren. Rennstrategie mal wieder für den Poppes. Okay, welche Strategie? Los mit dir. Wir müssen an der Ausfahrt auf Renntempo sein. Okay, bleib hinter der weißen Linie an der Ausfahrt. Wir kriegen eine Strafe für gefährliches Fahren, falls du auf die Strecke. Das wollen wir ja nicht. So, das heißt, es ist ganz gemütlich unsere Runden abspulen. Und hoffen, dass wir jetzt ohne Probleme so weit nach vorne kommen. Und nicht, dass vielleicht gleich schon wieder von irgendeinem Renault abgeschossen werden, der hinter uns ist. Zum Glück ist es Magnus und nicht Palmer. Weil manche sind ja echt schon total interessant programmiert, manche Rennfahrer hier. Weil manche sind echt, ich sag mal, beruhigt, so wie Magnussen, und manche sind echt sehr aggressiv mit ihrem Fahrstil. So kommt mir das zumindest vor. Wie zum Beispiel unser kleines Mäxchen. Aber ich will mich überlegen, welches Rennen das nächste war, ja, Kanada. Da werden wir garantiert wieder mehr Erfolg mit allem haben. Na, Kanada ist wieder so einer der Strecken, die ich so ein bisschen mag. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 5,0 Sekunden. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 0,6 Sekunden. Sekunden zu meinem Hintermann. Wow. Es ist ausbaufähig, sagen wir es mal so. Aber der hängt mir aber auch am Hintern, oder? Oder täuscht das? Meine Güte, meine Güte.
Okay, ich fahre auf Soft, auf Super Soft. Ultra Soft sogar. ...39 Runden müssen wir hier. Ach du meine Herrgott. Da haben wir noch mal einiges vor hier. Oh, ich bin macht drei Kreuz, wenn wir hier den Grand Prix beendet haben. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 8,3 Sekunden. Und der Hintermann packt mal alle Poppes. Kampf um den letzten Platz. Aber so schnell werde ich ihn nicht aufgeben. Der Fahrer von dir ist pro Runde eine Sekunde schneller als du. Der Hintermann auch, weil ich will nicht vor ihm sein. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 0,5 Sekunden. Ein paar Informationen zu Grosjean. Er wird langsamer. Anscheinend hat er ein Problem mit seinem Auto. Das ist gut, wir müssen nämlich 19. werden. Wovon ich ja noch nicht so ganz ausgehe. Wie gesagt, ich sehe mich echt als Letzten. Ja, der kann richtig langsam werden. Dass wir hier an ihnen vorbeikommen. Das wäre sehr interessant. Okay, andererseits Sainz möchte ich auch nicht unbedingt hinter mir haben. Dann nenne ich auch es doch mal dazu, Lücken zu nutzen, die nicht da sind. Oder Lücken zu nutzen, die nur er sieht. Mein Teamkollege. Alter Falter, hat der schon Vorsprung. Okay, hier vorne hat es gescheppert. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 8,8 Sekunden. Vor dir ist jemand von der Strecke geflogen. Gelbe Flaggen voraus. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan? Hier an dieser Stelle spule ich mal zurück. So, wir spulen nochmal zurück. Und da stehen zwei. Das war jetzt aber auch sehr knapp. Vorteil ist, wenn die jetzt stehen bleiben, können wir gut aufholen. Aber ich glaube mal nicht, der eine fährt schon wieder. Weil ich habe jetzt zurückgespult aus dem Grund A. War, also die Erdzurückspulung war, jeder Renningenieur hätte ja gesagt, hier, oh, pass auf, da stehen sie alle. Ne?
Egal, Fuß vom Gas oder sonst was. Im Moment haben wir ein geringes Regenrisiko. Wir sagen Bescheid, falls sich etwas ändert. Alles klar. Und Rund 2 war ja dann, dass der von hinten noch einmal angeflogen kam und hat, ist mir einfach nur voll in die Kiste. Position 14. Wir sind 14. Ja. Und zwei hier hinter uns, die sich kloppen. Das ist schon mal vorteilhaft. Monaco ist schon eine schöne Strecke eigentlich. Ach ja, Runde für Runde für Runde. In dieser schönen Stadt wurde echt danach, denkst du echt, die fallen die Arme ab. Wenn man sich jetzt das Ganze dann mit Hitze vorstellt, noch mit mehr Stress und mit den ganzen Gehkräften, die hier kommen. Das ist doch schon eine richtige Herausforderung. So, ich muss mal ein bisschen sinniger machen vorne. Nämlich im Bereich im Reifenmanagement, sonst geht meine Strategie hier nicht mehr auf. Und damit alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Das war's jetzt erstmal wieder mit Platz 14. Wie gewonnen, so zerronnen. Jo. Ich habe da ich nicht, ich habe jetzt nur noch super weiche, super soft zur Verfügung. Das ist mal wieder, oh, ich konnte kotzen jedes Mal. Von Flügel Nummer 2. Ich habe es in der letzten Zeit, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Jetzt wurde ich gerade schon überrundet. Wir brauchen schon mal eine Runde weniger fahren. Ich muss da 2 Plätze wieder aufholen, zumindest in die Teamwertungen zu bekommen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. In diesem Rennen werde ich mehr verlieren als alles andere.
Im Bereich Teamwertung haben wir einmal einen dicken Loose drin. Und dann noch den zweiten dicken Loose im Bereich der Rivalität. Da werden wir nämlich auch. Dein Vordermann hat weniger als eine Sekunde Vorsprung. Versuchen wir mit DRS vorbeizukommen. Der Frontflügel ist in sehr schlechtem. Ich versuche, ich mach's jetzt noch einmal. Keine Ahnung, was es gerade war. Man steht auf der Bremse und es passiert nichts. Ich glaube, ich muss ja echt mal die Technik hier zu überprüfen. Hier hat irgendein Kabel an meinem Lenkrad Wackelkontakt. Und er ist raus. Information zu Sainz. Er hat ein ernsthaftes Problem mit dem Auto. Anscheinend muss er aufgeben. Dem fehlt ein Vorderrad. Ich würde sagen, jo. Der gibt definitiv auf. Naja, und Safety Car gibt es anscheinend nicht. Hier waren schon so zwei, drei Stellen eigentlich drin, wo man sagt, okay, Safety Car wäre da angebracht. Aber jetzt sind wir jetzt schon mal nicht mehr letzter. Jetzt müssen wir noch zwei Leute ausfallen, dann sind wir auf der Position, wo wir hingehören. Es sollte nicht regnen. Falls sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Ich finde, das haben sie cool gemacht, dass hier im Tunnel auch der Funk so... Ja, Frage ist jetzt nur vor uns die Punkte, die wir da vorfahren haben. Sind die Gründe jetzt zu uns oder? Also sind jetzt anderser gefragt oder anderser gesagt, sind die mit mir in einer Runde oder sind das die Führungsspitze, die jetzt am Überrunden ist? Aber wenn Ricciardo so weiterholt wie gerade, das war schon eine harte Ansage. Aber andererseits, wenn er so weitermacht, die kommen ja, die laufen jetzt auf so eine Gruppe auch auf. Und man könnte auch wieder ein paar Teile fliegen. Hoffen wir mal, dass alles zu unserem Vorteil ist. Bei Monaco ist dafür ja auch bekannt, dass es enge zugeht, oder hat man es ja schon gemerkt. Ein falsches Manöver, boom. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 19,0 Sekunden. 19,0 Sekunden ist Ericsson vor mir.
Aber was da hinten für ein Pulk fährt, ne? Ah, Verwarnung, Scheibenkleister. Da ist einer in der Box. Jo, wir haben wieder Platz gut gemacht. Das war Magnussen. Müssen wir nur wieder einen gut machen, um auf den Soll zu kommen für das Team. Kurz vom Gas runtergegangen, sauber. Ihr beide müsst den Fahrer hinter dir durchlassen. Wenn er überholt, kannst du versuchen, die Möglichkeit für ein eigenes Überholmanöver zu nutzen. So. Das war wieder so eine... ganz schwachsinnige Aktion wieder von dem Renault hinter mir, was war ja schon von ihm. So, wir sind aus der blauen Flagge rausgefahren. Der Renault hält ihn erstmal auf ein bisschen. Also heute ist ein Rennen, ich hab gleich keinen Bock mehr hier. Ich muss echt hier die Elektrik machen und den Lenkrad nachgucken. Die trittst die Schellmesse drauf und nix. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 2,0 Sekunden. Das war jetzt meine Schuld. Ja, zu den Punkten, das gibt's doch nicht. Mein Team, oh, das ist so peinlich. Vor allem mit dem Plattfuß eine ganze Runde fahren. Okay, wir sind raus. Ich schaue mir das Ganze auch nicht an, wir sind echt. Ja, Monaco ist mal wieder... Ich kann es einfach nicht. Wieder ein historischer Sieg für das ganze Mercedes-Team. Und Stefan, ich frage mich wirklich, was hier der Unterschied zwischen dem Sieger und der Konkurrenz ist. Aber herzlichen Glückwunsch, Nico Rosberg. Der Wind, Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben.
Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen und genau so ist es gelaufen. Sein Auto hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Wir haben nichts erreicht. Kommen die Fahrer raus zur Siegerehrung, um ihre Trophäen entgegenzunehmen. Nach diesem hervorragenden Rennen können sie noch mehr Silber nach Brackley mitnehmen. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Der Vorsprung unseres Führenden ist nach dem schwachen Resultat heute geschrumpft. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages ist. Heute entscheide ich mich für Jenson Button. Er wird immer für einen ruhigen Fahrer gehalten, aber wie er heute gezeigt hat, ist er das nicht auf Kosten von Geschwindigkeit oder geschickten Überholmanöver. Und so sieht es in der Konstrukteurs-WM aus. Mercedes hat seine Führung in der Rangliste ausgebaut. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Ja, unser Teamkollege ist Elfter geworden. Für uns hat es ja Pleiten, Pech und Pannen Monaco. Die Saison läuft für mich super gut, merke ich gerade. Ha, wenigstens ein paar Pünktchen. Und da sacken wir richtig ab. Gut, dann gucken wir es mal am F und E. Ich glaube mal nicht, dass sich da großartig was geändert hat. Nö. Wir könnten hier was Kleines, aber das lassen wir. Was haben wir da? Seine Bearbeitung des hinteren Unterboden führt zu einem Gewichtsverteil ohne Stärke oder dynamische Leistung zu beeinflussen. Ich nehme lieber, ich spare noch auf die Motorleistung. Gut, und an dieser Stelle bedanke ich mich mal wieder fürs Zuschauen. Das war zwar jetzt ein kurzes Rennen. Das nächste wird definitiv besser. Und ich hoffe, das war doppelt. Wenn man nicht alles täuscht, ist Kanada das nächste. Und da bin ich definitiv wieder dafür, dass wir... definitiv dafür, das klingt wieder so schön. Nee, ich hoffe mal, dass wir da Punkte drin sind. Und da sehe ich mich auch selber. Ich sag mal, ein Punkt und nahe an den Punkten. Weil dieses ist nämlich wieder eine Strecke, die mir wieder liegt. Monaco, habe ich direkt von Anfang an gesagt, Monaco und Großbritannien sind zum Beispiel zwei Strecken, da kann man mich total drauf vergessen. Ne, ich kriege die Strecken einfach nicht in meinen Kopf rein. In dem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage mal bis zum nächsten Rennen. Tschüss.